Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Dieses Mal geht es zurück im Battle Rating und zwar auf 1.7, aber es wird hier nicht unbedingt behäbiger, sondern vielmehr ganz schön schnell. Dieses Mal geht es um die Henkel HE100D1. Die Henkel 100, welche mit Badge 1.65 den Weg nach Warfunder gefunden hat, zeichnet sich vor allem durch eines aus: Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit der Henkel 100 ist auf ihrem Battle Rating derart überlegen, dass unter Idealbedingungen kein anderes Flugzeug in der Lage ist, ihr folgen zu können. Im Bereich der Wendigkeit und Robustheit hat dieses Flugzeug klar das Nachsehen, aber richtig geflogen, sprich mit aufrechter hoher Geschwindigkeit und der Ignoranz des engen Kurvenfliegens, wird dieses Flugzeug zu einem, das Gegner wirklich zur Verzweiflung bringen kann. Durch die Notwendigkeit, diszipliniert zu fliegen, ist die Henkel 100 in meinen Augen aber kein Flugzeug für blutige Anfänger, sondern erfordert viel mehr Erfahrung im Bereich des Energy Fightings und auch in der Disziplin Boom and Zoom. Gegen Bomber sollte sie nur im Sonderfall eingesetzt werden, da Robustheit ganz klar keiner ihrer Stärken ist und die in Warfunder verfügbare Bewaffnung von 3x7,92mm Maschinengewehren auch zu wenig Schlagkraft besitzt. Ich gehe davon aus, dass bei der Verwendung der historisch korrekten Bewaffnung das Bild wohl ein wenig anders wäre, aber es gibt auch so genug andere Gegner, die für spannende Luftkämpfe sorgen könnten. Wie es mir mit diesem durchaus schnellen Flugzeug ging, zeige ich dir im Gameplay. Zuvor aber, wie gewohnt, die Background Story, die interessante Einblicke in die Welt von Henkel und Messerschmitt in die ersten Kriegsjahre des Zweiten Weltkrieges gewährt. Ich wünsche dir gute Unterhaltung. 1935 wurde über den zukünftigen Standardjäger der zu diesem Zeitpunkt neu gegründeten deutschen Luftwaffe entschieden. Ernst Henkel hatte mit seiner Henkel 112 aber das Nachsehen gegenüber der 109 von Messerschmitt. Henkel, selbst ein Geschwindigkeitsfanatiker, schöpfte aus dieser Niederlage aber sofort neue Energie und beschloss mit umgehender Wirkung ein neues Jagdflugzeug zu entwickeln, das allen vorhandenen und auch alle bekannten Flugzeuge hinsichtlich der Geschwindigkeit in den Schatten stellen sollte. Für ihn war klar, die Höchstgeschwindigkeit musste über 700 km/h betragen. Siegfried Günther, der Leiter des Projektbüros von Henkel, hatte die Arbeiten an einem solchen Flugzeug aber bereits schon begonnen, und so war die Forderung Henkel weniger ein Neustart, sondern vielmehr die Erlaubnis, das für Henkel bis dahin noch unbekannte Projekt offiziell weiterführen zu dürfen. Im Oktober 1937 wurden die ersten Ansichten auf Papier vorgelegt. Wenige Wochen danach kam es zu einem Besuch des Leiters des Technischen Amtes des Reichsluftfahrtministeriums, Ernst Uhret, und Siegfried Günther wurde wie so oft gefragt, ob er etwas Neues hätte. Uhret wurden die Pläne des neuen Flugzeugs präsentiert, ebenso auch der Entwicklungsantrag, und diesen unterzeichnete Uhret umgehend und gab die Entwicklung mit sofortiger Wirkung frei. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Prototypen verfügbar waren und die Testflüge in Warnemünde erfolgen konnten. Für Ernst Henkel war klar, mit diesem Flugzeug mussten Rekorde gebrochen werden. Henkel war besessen danach, es allen beweisen zu können, dass er die schnellsten Flugzeuge bauen konnte und kein Weg an ihm vorbeiging. Das Flugzeug, das zu Beginn noch unter der Bezeichnung B1035 geführt wurde, sollte später als die Henkel 100 bekannt werden. Die Henkel 100 gewann ihre Geschwindigkeit aber nicht nur durch einen starken Motor, sondern vielmehr durch das Zusammenspiel zahlreicher konzeptioneller Überlegungen. Das Heckrad war einziehbar, eine Oberflächenkühlung, wie bereits bei der Henkel 119 erprobt, kam zur Anwendung und alle Widerstand erzeugenden Elemente wurden nach Möglichkeit weggelassen oder strömungsgünstig gestaltet. Die Fertigung wurde ebenso durchdacht und so sollten möglichst wenig Einzelteile zum Einsatz kommen, wobei die eingesetzten wiederum möglichst genormt sein sollten, um rasch und kostenarm produzieren zu können. Der Motor selbst war ein DB601A, wie er auch in der BF109E zum Einsatz kam, aber auch in den frühen Versionen des Henkel 111 Bombers. Die Henkel 100 war rundum auf Geschwindigkeit ausgelegt und so war auch die Kabinenhaube dem Drang nach Geschwindigkeit unterworfen und war wesentlich strömungsgünstiger gestaltet als jene der BF109. Die ersten Flüge in Warnemünde begannen zu Beginn noch erfolgreich, jedoch stellte sich bald heraus, dass die Kühlleistung unzureichend war und das Thema Überhitzung ein durchaus schweres Problem wurde.
Am 6. Juni 1938 erfolgte der zu diesem Zeitpunkt traditionelle Pfingstbesuch Udets in Wernemünde. Udet, selbst ein erfahrener Jagdpilot, der bereits im Ersten Weltkrieg hinsichtlich der Abschusszahlen nur von Manfred von Richthofen übertroffen wurde, fragte Henkel, ob er die Henkel 100 in der Variante V2 fliegen durfte. Henkel stimmte in seiner aufbrausenden und durchaus selbstsicheren Art sofort zu, und so sollte die V2-Variante, ausgestattet noch mit einem Serien DP-601-Motor, einen Testflug mit einem sehr berühmten Piloten erhalten. Henkel gab Udet die geplante Strecke vor und kurz danach sollte Udet auch schon abheben. Wie bei jedem Flug, so wurde auch jener von Udet gemessen, wobei der Messbereich eine Distanz von 100 km vorsah. Nach der Landung wurde festgestellt, dass Udet die Strecke in knapp unter 9 Minuten und 28 Sekunden geflogen war. Dies war eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 634 km/h und somit ein neuer Weltrekord. Der Geschwindigkeitsrausch ging aber weiter und immer mehr Risiko wurde in Kauf genommen. Den Gipfel erreichte die Variante V8, die mit 746,6 km/h alles übertraf. Hier war aber kein Standardmotor mehr eingebaut, sondern ein stark modifizierter DB601A Motor mit Wasser-Methanol-Gemisch, Spezialöl und einer Startleistung von 1800 PS, somit fast der doppelten Leistung eines Standardaggregats. Die Leistung war durchaus phänomenal und erlaubte auch solche Geschwindigkeiten. Sehr oft wurde aber verschwiegen, dass dieser Motor im Schnitt nur eine Lebensdauer von rund 30 Minuten hatte. Die deutsche Propaganda wollte diesen Rekord auch ausnutzen und so wurde von einer umgebauten Henkel 112U gesprochen, ein Serienflugzeug und weniger eines, das rein für Geschwindigkeitsrekorde konzipiert wurde. Es dauerte aber nicht lange und Messerschmitt stellte sich auch diesem Geschwindigkeitsrekord. Das ursprüngliche Rennflugzeug, die Messerschmitt ME209, das in zwei Varianten geplant war, zum einen als reines Rennflugzeug, aber auch als Nachfolger der 109, wurde umgebaut und erreichte am 26. April 1939 eine Geschwindigkeit von 755 km/h. Henkel fühlte sich angegriffen und wollte die Henkel 100, die durchaus das Potenzial hatte, auch diese neue Marke zu übertreffen, nochmal überarbeiten. Dieses Vorhaben wurde aber von der Führung der Luftwaffe nicht unterstützt, mehr noch, es wurde Henkel verboten. Es war für die Propaganda nicht zulässig, dass ein Flugzeug schneller sein konnte als ein Standardflugzeug der Luftwaffe. Die Henkel 100 wurde in Folge für den Export freigegeben, wobei 3 Stück nach Japan exportiert wurden, sowie 6 weitere in die Sowjetunion. Die restlichen der 21 gebauten Stück wurden zur Werkschutzstaffel von Henkel. Offiziell als Henkel 113 bezeichnet, waren diese Flugzeuge zugleich ein Bluff der Propaganda. Der gewählte schwarze Anstrich machte sie für die Presse zu Nachtjägern und zugleich zu einer offiziellen Phantomstaffel, die in der Typenliste der Luftwaffe nicht angeführt wurden. Die Henkel 100 war aufgrund der kompromisslosen Auslegung auf Geschwindigkeit nur bedingt für den Kampf geeignet. Bereits einzelne Treffer hätten wohl zu massiven Schäden geführt und gleichzeitig waren die Werke von Henkel mit der Bomberproduktion stark ausgelastet, somit konnte keine Serienproduktion mehr erfolgen. Die Bewaffnung der D1-Variante bestand aus einer 20mm Kanone sowie zwei 7,92mm Maschinengewehren in den Flügeln nahe des Rumpfs. Der Einsatz als Werkschutzstaffel wurde noch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs praktiziert, zu einem Zeitpunkt, als die Industrieanlagen noch keinen bzw. wenigen Bomberangriffen ausgesetzt waren. Ob die Henkel 100 jemals auch einen wirklichen Kampfeinsatz erlebt hat, ist unklar. Der Drang nach Geschwindigkeit machte sie aber dennoch zu einer Ikone der eher folgenden Epoche im Luftkampf, in dem die Geschwindigkeit weit wichtiger wurde als zuvor die Reichweite und die Wendigkeit. So, jetzt geht's los mit der Henkel 100 D1, ja, und fast alles dabei. Warum fast alles? Der Finger am Abzugsbutton, Maus war kurz nervös und die ersten paar Geschosse sind auch schon abgefeuert worden. Das sollte uns aber nicht weiter aufhalten oder gar benachteiligen, denn es ist immer noch genug da. Ja, die Bewaffnung für mich, ich nenne es mal die Gaijin-Bewaffnung. 3x7,92mm MGS. Ich konnte in keiner meiner Unterlagen diese Art von Bewaffnung finden. Ich fand Varianten mit 4 7,92mm MGS,
oder gerade bei der D-Variante, die Variante mit einer 20mm Kanone und zwei Maschinengewehren. Manche Quellen sprechen auch nur von einer einzigen Maschinenkanone ohne DMGs, aber die Variante hier im Spiel, ich sag mal, durchaus ein Unikat. Solltest du Quellen gefunden haben, wo das nicht so der Fall ist, wo genau von diesen drei 7,92mm Maschinengewehren die Rede ist und gleichzeitig nirgendwo der Stempel von Kaijin darunter ist, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ja, wir sind jetzt auch schon im Steigflug und das Thema Geschwindigkeit bei der Heinkel 100 wirklich das Dominierende. Wir können teilweise mit mehr Geschwindigkeit steigen als andere im Geradeausflug zustande bringen. So, suchen wir uns jetzt auch mal in den Luftkampf hier auch ein wenig einzumischen. Allzu wendig sind wir nicht. So, jetzt haben wir eine Sturmweg, eine IL-2 und das ist eine sehr schöne Position. Ja, und die haben wir auch, denn das ist zugleich eine der, sage ich jetzt einmal, schwächsten Positionen der IL-2. Ein Flugzeug, das durchaus stark gepanzert ist, aber wenn man es wirklich schafft, direkt ins Cockpit hier Schüsse abzugeben und das nicht von der frontalen Seite, dann hat man recht gute Chancen, das Zielvermögen vorausgesetzt, dass es auch zu einem Kill wird. So, vor uns ein etwas größeres und im Hintergrund auch etwas kleineres, so die Bomber-Variante, die Dreadnought, da lassen wir uns mal die Finger davon. Dafür gehen wir eher immer auf den kleinen Kollegen. So, Foltepunkt, das wird ein bisschen knapp, ja, nicht nur ein bisschen knapp, das war sogar zu knapp. Und jetzt versuchen wir mal nachzutörnen, aber nicht direkt die gleiche Flugbahn, sondern ein bisschen in die Kurven auch reinzuschneiden. Denn punkto Wendigkeit sind wir dem sowjetischen Kollegen hier ganz klar unterlegen. So, die ersten Treffer sind dabei. Der nächste Treffer, aber noch kein Crit. So, jetzt geht's auf. Jetzt wird's brenzlig. So, aber der Kollege, ihm geht die Geschwindigkeit aus. Er bricht weg. Wir sind jetzt auch schon beim Punkt, wo das Flugzeug nachgibt. Wir versuchen mit dem Heck jetzt ein bisschen noch nachzukorrigieren, um möglichst schnell wieder in eine sehr gute Position zu kommen. Das ist jetzt auch geglückt. So, stürzt er ab? Nein, er geht ganz tief runter, um das maximale noch Geschwindigkeit rauszuholen, aber ja, das wird jetzt wohl nichts. Der nächste Treffer zieht nach und ja, in einer ähnlichen Position wie auch die Sturmweg. Hier der nächste Abschuss. So, wieder dabei, Geschwindigkeit aufzubauen. Natürlich ein bisschen Kurven darf man schon. Also auch die Aussage, man sollte vom Kurvenabschnitt nehmen, das ist natürlich in Relation zu betrachten. Man fährt hier nicht wie ein Dragster nur in eine Richtung. Aber man sollte gerade bei der Heinkel 100 auch immer wieder mal darauf achten, dass man seinen größten Vorteil, nämlich die Geschwindigkeit, auch nutzen kann und ja, mit dem im Kampf wirken kann. So, jetzt fliegen wir nahe der Brückendecke und ich glaube da vorne auch schon etwas erkannt zu haben. Das gegnerische Team ja schon ziemlich zermürbt. Da ist schon etliches weg. So, da kommt jetzt auch etwas. Mal schauen, was das ist. Ich habe jetzt mal dran, tja. So, das geht nach unten, tja, und das geht, sage ich jetzt mal, ganz von alleine nach unten, denn, tja, da ist nicht mehr viel so. Und auch das nächste vermeintliche Flugzeug war ein weiterer Teil vom abgeschossenen Flugzeug. Aber da war noch etwas, ja, und der Kollege sieht schon wesentlich lebendig aus. So. Versuchen hier mal auch näher ranzukommen. Eine durchaus einfache Übung mit der Heinkel 100. So, Wolken reißen auf. Wir ziehen hier mal nach. Und durchaus ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse. Auch hier ganz wichtig, keine Kurvenkämpfe, so wir halten mal drauf. Und ja, ja, da wurde noch das Maximale versucht. Man hat gesehen, da sind wir auch noch ein paar ungelenkte Raketen entgegengekommen. Zu meinem Glück gingen die unter mir vorbei und ja, anstatt einen massiven Schaden davon getragen zu haben, habe ich eine weitere Eintragung am Punktekonto. Das war Abschuss Nummer 3.
So, allzu viel kann jetzt dann nicht mehr an Gegnern vorhanden sein. Schauen, da vorne ist auch noch einer, aber ich glaube, das war nicht der allerletzte. Kurz auch Blick auf die Karte, wo befinden wir uns? Gerade im Flug über den Wolken immer wieder darauf achten, dass man nicht in zu geringer Höhe schon zu nah am gegnerischen Flugplatz, am Flugfeld ist, denn da spürt man dann recht eindrucksvoll, dass das nicht die allerbeste Idee war. So, wir steigen jetzt weiter. Wen haben wir hier? Eine MiG-3 und ich glaube, die hat sich auf die, tja, auf den Werkskollegen, möchte ich fast sagen, auf die 111 fokussiert. So, die hält noch drauf. Jetzt heißt es aber höllisch aufpassen, denn ich glaube nicht, dass wir noch unerkannt sind. So, das denke ich mir auch gleich eindrehen. So, das passiert jetzt auch. Wir versuchen noch unser Glück im Headern und Treffer, Flugzeug zerstört. Und ja, einen leichten Schaden am linken Flügel, aber es geht noch einigermaßen. Ich sage mal, der gröbste Schaden ist jetzt sicher bei der Lackierung. Da kommt ein bisschen die Originalbemalung durch. Tja, und ich möchte was sagen, das ist nun mehr ein halbes Sibosa-Flugzeug. So, es war aber nicht der letzte Gegner. Mal schauen, wo ist der Rest? Wir haben noch genug an Munition, wir haben auch noch ausreichend Treibstoff. Der Motor, ja, der wird jetzt sich tja, nicht mehr allzu lange, sage ich jetzt einmal, voll einsatzfähig zeigen. Das heißt, jetzt ist auch möglichst rasches Handeln gefragt. Denn, tja, jetzt nochmal zu landen und zu starten, das würde mir vielleicht Reparaturkosten gemäß eines Abschusses sparen, aber ich glaube, ich würde nicht mehr die Chance erhalten, vielleicht doch noch den nächsten Kill zu haben. So, und da unten haben wir jetzt eine Sturmweg noch, die hat schon Gesellschaft gefunden, aber ja, da kommt noch was. In den Wolken, was haben wir da? Das war nicht allzu groß. So, da kurven wir jetzt mal nach. Eine B40, ein Gegner, mit dem ich mich durchaus messen kann. Wäre ich im Top-Zustand, das bin ich jetzt nicht so, aber jetzt haben wir einen Treffer gelandet. Ich sag mal, jetzt haben wir für ähnliche Bedingungen gesorgt. Und versuchen jetzt im, ja, im, nicht Kurven, aber eher im Wolkenkampf hier doch noch zu behaupten, so, und da wird auch schon ordentlich ausgeteilt, da wird eingeschenkt. Die B40 aber auch schon, ja, durchaus im beleidigten Zustand. Kurve nochmal nach, sie runter. Ich versuche jetzt die Prüfung nicht allzu eng zu machen, bewusst auch keinen Klappeneinsatz jetzt. So, B40, ja, jetzt wird es ein durchaus angenehmer Winkel. Und ja, sag mal, das Feuer ist entzündet. Und das war der nächste und zugleich fünfte Abschuss. Ich glaube, die Sturmabwehr, ja, die hat es jetzt auch hinter sich. Und das war es jetzt mit dieser Schlacht. Ja, das war es jetzt nicht nur mit dieser Schlacht, das war es jetzt auch hier mit diesem Gameplay. Wenn es dir gefallen hat, lass es mich wissen, schreib mir etwas in die Kommentare, lass mir ein Like da. Wenn nicht, sei auch so fair und ehrlich, gib mir auch ein Dislike. Ich kann und will damit natürlich auch umgehen. Und falls du noch kein Abo hast, ich lade dich herzlich ein, auch ein solches abzuschließen, dann wirst du automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt, üblicherweise mittwochs gegen 18 Uhr. Und ja, an dieser Stelle, wie so oft, möchte ich mich bedanken. Danke für deinen Besuch, schön, dass du hier warst und es würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.